und rufe auf eine ganze Kaskade von Tagesordnungspunkten. Zunächst einmal rufe ich auf Top 12 bis 14. Das ist einmal der Top 12, Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier ein Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes, die Drucksache 20-2582. Hierzu aufgerufen wird ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20-2592. Mit aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt 13. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache Nummer 20-2583 und ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, von Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20-2593, sowie unter Top 20 einen dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Auswirkungen der Corona-Pandemie entschlossen bekämpfen, Drucksache 20-2595, und ebenfalls den Tagesordnungspunkt 14. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes und des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, Drucksache 20-2584, sowie den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20-2590. Sie sehen, dass wir einiges hier vorhaben. Und bevor ich dem hochgeschätzten Herrn Finanzminister Dr. Schäfer das Wort erteile, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir uns im Ältestenrat einstimmig auf ein paar Dinge verständigt haben, nämlich einmal auf die Einreichungsfrist zur Einbringung eines Gesetzentwurfs der Landesregierung zu verzichten. Gleichzeitig haben wir uns im Ältestenrat darauf verständigt, auf die Frist nach § 13 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung, das ist erste Lesung frühestens am sechsten Tag nach der Verteilung der Drucksache, zu verzichten. Ich sehe keinen Widerspruch. Deswegen stelle ich fest, dass wir in der Tat auch hier jetzt auf die Frist verzichten. Dafür will ich mich ausdrücklich bei allen Fraktionen bedanken und würde Ihnen jetzt vorschlagen, dass wir das Wort dem hessischen Minister der Finanzen, Herrn Staatsminister Dr. Schäfer, erteilen. Bitte schön, Herr Dr. Schäfer, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man das Vergnügen und die Ehre hat, dieses Amt des Finanzministers in einem Land wie Hessen schon eine Weile ausüben zu dürfen, es ist jetzt fast 10 Jahre, dann hat man so manches schon erlebt. Der erste Haushalt, den ich hier einbringen durfte, plante mit einer Nettokreditaufnahme von 3,4 Milliarden Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Jahr 2010 für das Jahr 2011. Das waren die Auswirkungen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und der anschließenden Staatsschuldenkrise. Jetzt könnte man sagen, na ja, die 3,5 Milliarden damals, jetzt nur 2, war alles irgendwie beherrschbar. Aber die Situation ist restlos unvergleichbar. Restlos unvergleichbar. Denn die Dimension an ökonomischen und finanziellen Herausforderungen, und Sie gestatten mir, dass Sie mich nicht für herzlos halten, wenn ich mich in meiner Haushaltsrede im Wesentlichen mit diesen Fragen beschäftige. Alle anderen Punkte hat der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung umfassend aus Sicht der Landesregierung dargestellt. Damals hatten wir bereits Signale, die dazu führten, dass wir annehmen konnten, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben konnte, dass wir aus dieser Spirale der ökonomischen Depression dann doch wieder ein Stück schneller herauskommen würden, als das ursprünglich mal erwartet worden war. Jetzt stehen wir am Anfang einer Entwicklung unbekannter Dimension. Ja, ich sage, das ist mindestens mal eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen und wo wir keineswegs wissen, mit welcher Dynamik das weitergeht.
Es ist in der Diskussion eben ja schon mehrfach darauf hingewiesen worden, jeder hat so sein persönliches Erlebnis. Was war so vor zwei Wochen, als das Absagen der Bundesliga in besonderer Weise? Kollegin Faeser und ich waren bei einer Veranstaltung an dem Abend, als gerade diese Diskussion so in besonderer Weise hochpoppte. Wahrscheinlich wird der gemeinsame Rotwein die Erinnerung an den letzten einigermaßen fröhlichen Abend für eine ganz lange Zeit an der Stelle sein. Das hätten wir vor zwei Wochen kaum ahnen können. Und stellen wir uns gemeinsam vor, dass die Dynamik dieser Entwicklung der letzten zwei Wochen so weitergeht. Das Problem ist, dass das epidemiologische Grundgeschehen, was dahinter liegt, exponentiellen Charakter hat, sodass auch nicht auszuschließen ist, dass die Folgewirkungen genauso exponentielle Wirkungen haben werden, sodass wir alle aufgerufen sind, jedenfalls allen Menschen in diesem Land zu versichern, dass wir alle alles Menschenmögliche tun werden, um größtmöglichen Schaden von den Menschen in diesem Land abzuwenden. Alles Menschenmögliche zu tun. Ich würde nur gerne davor warnen, mit Forderungen wie Garantien für erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens zum jetzigen Zeitpunkt zu arbeiten. Wir alle laufen in eine Entwicklung hinein, ich wiederhole es, die wir nicht absehen können. Und ich glaube, da sind wir klug beraten, uns darauf zu konzentrieren, alles in unserer Macht gemeinsam Stehende zu tun, aber auch nicht die Hoffnung zu nähren, als sei die Gruppe der politisch Verantwortungsträger in der Lage zu zaubern. Wir alle wünschen uns, glaube ich, dass wir eine Chance hätten, uns in den Status von vor einem halben Jahr zurückzaubern zu können. Aber das geht leider nicht. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Und deshalb, meine Damen und Herren, befinden wir uns auch finanzpolitisch in einer extrem dynamischen Lage. Bis zum Ende vergangener Woche waren wir gemeinsam davon ausgegangen, dass eine Nettokreditaufnahme neben all den Dingen, die wir dort sozusagen an Rücklagen noch haben, von 1 Milliarde € ausreichend sein würde, um jedenfalls im ersten Schritt mal den krisenhaften Symptomen begegnen zu können. Die Entwicklung des Wochenendes hat dazu geführt, dass wir unsere Nettokreditaufnahme, wie wir sie Ihnen vorschlagen, verdoppeln. Ich schließe nicht aus, den Blick über unser Bundesland hinaus und auf die Entwicklung auf der nationalen Ebene und viele Gespräche mit Wirtschaftsunternehmen, die Sie ja auch führen, dass wir sie möglicherweise in kürzeren Zeiträumen wieder hier zusammen erbitten werden, als sie das möglicherweise in ihren Plänen im Moment berücksichtigt haben. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so ist, aber ich schließe es ausdrücklich nicht aus. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für die Art, wie wir in den letzten Tagen auch diese Veränderungen, diese dynamischen Veränderungen gemeinsam erörtert und besprochen haben. Und ich sage das ausdrücklich, ich meine damit das gesamte Haus, ohne jede Ausnahme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür bin ich dankbar. Wir werden, darauf ist hingewiesen worden, mit einem Sofortprogramm die kleinen, mittleren Unternehmen adressieren. Wir sind im Moment dabei, in den Diskussionen mit den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, unseren staatlichen Strukturen ein möglichst schlankes, effektives und vor allem schnell einsatzfähiges Förderverfahren zu etablieren und zu versuchen, Anträge schnell entgegenzunehmen, zu bearbeiten, am Ende auch zu bescheiden. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Im Moment arbeiten alle im Gesundheitswesen, aber auch an den entscheidenden Stellen unserer staatlichen Strukturen noch weitestgehend im Vollbesitz ihrer personellen Ressourcen, an der Grenze ihrer Kapazität. Ich kenne viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Umfeld, aber auch in den Behörden und Ähnliches, von denen kriegen Sie im Moment nachts um 2:15 E-Mails. Und wir wollen hoffen, dass die alle gesund bleiben, dass der Virus am Ende in seiner Abflachungsentwicklung, die wir uns alle erhoffen, uns davor verschont, die Leistungsfähigkeit unserer Behörden in eine Risikosituation zu haben, was wiederum die Chance der schnellen Hilfe jedenfalls nicht befördern würde. Deshalb tun wir auch alles,
um die Gesunderhaltung von uns allen, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Möglichkeit sicherzustellen, soweit das irgend möglich ist. Aber neben dem Dank an viele in den unmittelbar operativen Tätigen im Gesundheitswesen will ich an der Stelle mich mal sehr, sehr, sehr herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Mitarbeitern der gesamten Landesverwaltung und darüber hinaus bedanken. Das ist großartig, was ihr da im Moment leistet. Herzlichen Dank dafür. Noch ein bisschen Haushaltstechnik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir haben Ihnen Tilgungspläne vorgelegt. Ich hatte aber von Beginn an auch in unserer Kommunikation darauf hingewiesen, dass diese Tilgungspläne, ich formuliere es bewusst so flapsig, tendenziell doch eher nur ein Dummy sein werden. Wenn ich davon gesprochen habe, dass es eine Jahrhundertaufgabe ist, die wir gemeinsam vor der Brust haben, dann spricht sehr, sehr viel dafür, dass das Abtragen der Ergebnisse dieser Jahrhundertaufgabe sich nicht auf die Generation von Menschen beschränken wird, die jetzt verdammt ist, diese Krise durchleben zu müssen. Es wird noch viele, viele Generationen brauchen, um diese Jahrhundertaufgabe im Anschluss bewältigen zu können. Und ich glaube, das müssen uns gemeinsam bewusst sein, und deshalb haben wir von Beginn an verabredet, wenn wir denn da mal durch sind durch die Krise und wissen, welche Gesamtaufwendungen dahinter stecken, auch in der Relation zum dann noch vorhandenen wirtschaftlichen Grundpotenzial, kommen wir darauf gleich noch einmal zurück, dann darüber zu reden, was wir uns zutrauen, aus heutiger Sicht auf eine sehr lange Frist, wie am Ende auch zurückzahlen zu können. Und wir reden jetzt im Moment über die 2 Milliarden Nettokreditaufnahme zur Finanzierung der Ausgabenseite. Wir haben ja auf der anderen Seite gleichzeitig wegbrechende Einnahmen, und die wir ja teilweise selbst auch zur Liquiditätsstützung der Unternehmen heranziehen. Also im Bereich der Umsatzsteuer, was wir da gemacht haben, sind, wenn es alle beantragen, 1,7 Milliarden Euro. Da das mittlerweile dem hessischen Beispiel alle gefolgt sind, sind das auch netto 1,7 Milliarden Euro und wird nicht wieder weiter verteilt. Wenn Sie das sich anschauen und nur mal davon ausgehen, dass unser wirtschaftliches Potenzial in diesem Jahr irgendwas zwischen 10% und 20% im Durchschnitt der nächsten Monate unter dem Geplanung liegt, dann ist das ein Betrag etwa von 5 Milliarden Euro zusätzlich an weniger Steuereinnahmen. Und das ist noch die konservative Annahme. Das heißt, zu den 2 Milliarden, die wir da jetzt auf der Ausgabenseite haben, ja, wir werden auch ein paar Windfall Profits haben, wo wir weniger am Ende ausgeben werden, weil die Mitarbeiter an anderen Stellen gebraucht werden und zum Ausgeben an den Stellen, wofür sie eigentlich bezahlt werden, gar nicht kommen werden. Aber wir werden dort ein Delta haben, das wird aus heutiger Sicht irrsinnig sein. Darauf hinzuweisen, halte ich für meine Pflicht, damit wir nicht ausschließlich nur auf die 2 Milliarden gucken, sondern da kommt noch sehr, sehr viel mehr auf uns zu. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine Chance haben, eine gute Chance, das am Ende zu bewältigen. Und deshalb gilt auch das Versprechen, dass wir alles tun werden, um unseren Beitrag dafür zu leisten. Das gilt dafür, die Krankenhäuser in dieser schwierigen Situation auch ökonomisch nicht allein zu lassen. Der Streit zwischen der Bundesebene und den Krankenhausträgern, reicht das, was da zugesichert worden ist oder nicht, haben wir in Hessen dadurch gelöst, dass wir den Krankenhäusern gesagt haben, wenn die Zusage des Bundes besteht, wenn es nicht reicht, legen wir nach. Dann sorgen wir in der Zwischenzeit, wo wir feststellen, es reicht nicht, bis zu dem Punkt, wo nachgelegt wird, dafür, dass das Land mit Bürgschaften am Ende die Zwischenfinanzierung absichert, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern in Zeiten der höchsten Beanspruchung an anderer Stelle sich nicht noch mit Liquiditätsproblemen herumschlagen müssen. Das ist nur ein kleines Beispiel von dem, was wir in den nächsten Wochen und, ja, ich sage Wochen, mit dem erweiterten Bürgschaftsrahmen werden anfangen müssen. Und lassen Sie mich ein Letztes sagen, und dann höre ich auch schon auf, und ich weiß, ich habe meine Redezeit entgegen meinem ursprünglichen Versprechen doch ein Stück überzogen. Wir haben im Moment eines der größten Probleme, sind, dass wenn mittelständische Unternehmen zu ihrer Bank gehen, die Bank ihnen sagt, da ich 10% Risiko nehmen muss und 90% Garantie durch den Bund über die KfW kriege, muss ich trotz der 10% Risiken die gesamte Prüflatte durcharbeiten. Da gibt es jetzt mordsmäßige Entlastungen auf dem Bereich der Bankenregulatorik, und trotzdem muss der Bankmitarbeiter prüfen für die 10%, weil auch da ist die Einschätzung zu der Dynamik der Entwicklung ja sehr, sehr ambitioniert.
ob wir eine Chance haben, diese 10% noch dadurch zu eliminieren, dass ein anderer, vielleicht das Land oder wer auch immer, dies übernimmt, scheitert im Moment an der Europäischen Union. Deshalb der dringende Appell an die Brüsseler. Auch in Belgien ist Corona angekommen. Springt über euren Schatten und gestattet an dieser Stelle 100%ige Staatsgarantie. Sonst wird das nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wäre ein enormer Schritt in die Richtung. Und ich sage ausdrücklich, das Land Hessen ist bereit, auch an der Stelle seinen Bürgschaftsrahmen, den wir dankenswerterweise heute auf 5 Milliarden € angehoben haben, auch dort mit zum Einsatz zu bringen. Haben Sie herzlichen Dank und danke für die hohe Kooperationsbereitschaft. Vielen Dank, Herr Minister. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist für die Fraktion der Sozialdemokraten der Kollege Marius Weiß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Irgendwie erscheint das alles gerade unwirklich. Das geht bestimmt nicht mir so, sondern vielen Menschen draußen in Hessen. Wenn man durch menschenleere Straßen fährt, mit Flatterband abgesperrte Spielplätze ohne Kinder sieht, das ist einfach beklemmend. Und wenn man dabei die Nachrichten in HR Info hört, dann glaubt man sich teilweise im falschen Film. Die Landebahn Nordwest wird stillgelegt, ohne dass es eine Jubelmeldung der Fluglärm-BIs gibt. Die FDP fordert die Erhöhung von Hartz IV um 15 €. Und die gleichen, die vor kurzem noch Tempo 130 auf Autobahnen als das Ende der Freiheit an die Wand gemalt haben, rufen heute nach Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung. Da kann einem schon schwindelig werden. Das gilt auch für die Summen, mit denen die Politik im Moment gegen die Krise ankämpft. Gestern hat das Bundeskabinett eine Neuverschuldung von 156 Milliarden € beschlossen. Den Garantierahmen des Bundes für die KfW um 450 Milliarden € erhöht und einen Rettungsfonds für Unternehmen bis zu 600 Milliarden € aufgelegt. Das sind Maßnahmen in der Summe von 1,2 Billionen €. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so wenig fassbar und ohne jeden Vergleich diese Summe ist, so richtig ist die Größenordnung, mit der Olaf Scholz und die Bundesregierung hier vorgehen. Wenn der Karren der Wirtschaft langsamer wird, dann reicht manchmal ein kleiner Schubs, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Wenn die Karre aber steht, dann brauchen Sie viel mehr Kraft und Energie, um sie wieder in Bewegung zu bringen. Und in vielen Bereichen steht die deutsche und die hessische Wirtschaft. Und weil das so ist, ist es auch richtig, dass Hessen mit einem eigenen Programm hilft. Dazu reichen wir der Landesregierung die Hand. Wir sind bereit, damit unseren Teil der Verantwortung zu tragen, ohne die Landesregierung dabei aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Das ist die Erwartung, die auch die Bevölkerung an eine demokratische Opposition hat. Wer stattdessen mit über 30 Anfragen in den letzten zwei Wochen eine im Krisenmodus arbeitende Landesverwaltung versucht, aus parteipolitischen Gründen auszubremsen, sollte sich überlegen, ob er im Moment nicht als Erntehelfer auf den südhessischen Spargelfeldern nützlicher ist als in diesem Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser hat eben schon viel dazu ausgeführt, was aus Sicht der SPD jetzt die Herausforderungen an die hessische Politik sind. Deswegen will ich mich hier nur auf ein paar Dinge beschränken. Erstens. Der Ausnahmezustand legt soziale Ungleichheiten gnadenlos offen und verschärft sie. Er ist Kontrastmittel und Gift zugleich. Die Schwächeren tragen die größere Last und das größere Risiko. Je weniger die ungleiche Verteilung des Leids abgefedert wird durch Politik und private Solidarität und je länger der Ausnahmezustand dauert, desto eher kann daraus gesellschaftlicher Sprengstoff werden. Daher erwarten wir, dass die Landesregierung ihre Maßnahmen auf alle Bevölkerungsteile bezieht. Zweitens. Krisen sind immer die Stunden der Regierenden. Selten sind die Versuchungen der Regierungen so groß, ihre Macht auszubauen oder die der Opposition, des Parlaments oder der Bürgerinnen und Bürger zu beschneiden. Im Schatten der Krise will beispielsweise Viktor Orbán gerade Ungarn per Dekret regieren durch ein Notstandsgesetz, das Rechtsstaat und Demokratie dauerhaft aushebeln würde.
Wir müssen der Bevölkerung die Sorge nehmen, dass Grenzen, die zur Begrenzung von Regierungsmacht dienen, auch bei uns eingerissen werden. Daher ist es wichtig, die Zweidrittelregelung bei der Schuldenbremse beizubehalten und die Änderung am Artikel 141 Gesetz auch nur zu befristen. Gleiches gilt für die Änderungen der HGO, zu denen wir nachher noch kommen, die keine Entmachtung der Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung, Kreistage darstellen dürfen. Und Gleiches gilt auch. Und Gleiches gilt auch für die Zusage des Finanzministers, den Haushaltsausschuss permanent darüber zu informieren, was denn die Landesregierung mit dem Geld konkret macht, das wir ihm heute bewilligen. Drittens. Ich will ein bisschen was zum Föderalismus noch sagen, weil ich die eine oder andere Meldung höre, dass der Föderalismus gerade versagen würde oder sonst was. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass die Krise auch gerade die Stunde des Föderalismus sein kann, wenn man ihn richtig begreift und auch richtig agiert. Ich will beispielsweise einen Föderalismus, wo die Länder, Bundesländer einen Wettbewerb darum haben, wer mit der Bewältigung der Krise am schnellsten umgeht, die kreativsten Maßnahmen hat, die am effektivsten sind. Das gilt für die Mittel des Bundes an die Betriebe von 1 bis 5, von 5 bis 10 Mitarbeiter, wo der Bund 10 Milliarden € zur Verfügung stellt, wo das Land gefordert ist, dieses möglichst schnell, kreativ und effektiv an die kleinen Unternehmen, an die Geschäftsleute zu bringen, die es wirklich brauchen. Das gilt aber auch für das eigene Programm von 1 Milliarde €, was wir zusätzlich jetzt noch seit gestern oben draufgelegt haben, was eher für die Betriebe sind von 11 bis 50 Mitarbeiter. Auch da gilt es darum, einen Wettbewerb unter den Bundesländern zu haben, wer wie schnell, wie kreativ ist in der Lösung der Probleme, wo man sich auch gerne gegenseitig mal was abschauen kann. Das ist ein Föderalismus, den wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen nicht einen Föderalismus, der in einem Wettbewerb darin besteht, dass manche Leute vielleicht durch Motivation von Parteivorsitzenden oder Kanzlerkandidaturen getrieben einen Wettstreit machen, wer am schnellsten die härtesten Beschränkungen macht. So einen Föderalismus brauchen wir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viertens. Die Diskussion, wer die Leistungsträger in unserer Gesellschaft sind, wird, nein, muss sich in Zukunft grundlegend wandeln. Berufe, die in diesen Krisenzeiten besonders wichtig sind, sind häufig erstens schlechter bezahlt und zweitens beschäftigen überwiegend Frauen. Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln 73% Frauen, in Krankenhäusern 76% Frauen und in Kitas und Vorschulen sogar 93% Frauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Krise halten Frauen die Gesellschaft am Leben. Das muss man hier auch an dieser Stelle einmal laut und deutlich aussprechen und dafür ein herzliches Dankeschön sagen. Und zuletzt, der Finanzminister hat eben zu Recht gesagt, wir müssen heute noch nicht darüber reden, wer das denn, was wir jetzt heute ausgeben und neu an Schulden aufnehmen, alles wann und wie zurückzahlen soll. Das stimmt. Aber wir können durchaus darüber reden, was denn aktuelle Auswirkungen sind von der Krise, beispielsweise durch den Absturz der Börsen, und wie man da konkret und schnell etwas gegen machen kann. Der Absturz der Börsen, des DAX, der börsennotierten Unternehmen ist für viele Menschen eine echte Katastrophe. Für Kleinanleger, aber auch für Menschen, die ihre private Altersvorsorge hierdurch gefährdet sehen. Es betrifft im Übrigen auch das Land Hessen. Auch das Sondervermögenversorgungsrücklage des Landes Hessen ist zum Teil aktienbasiert. Auch darüber werden wir uns noch einmal unterhalten müssen. Was aber das Mindeste ist an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen meines Erachtens verhindern, dass das Gleiche passiert wie 2008, dass nämlich Finanzjongleure hier die ungerechtfertigten Krisengewinnler werden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, ein Verbot von Leerverkäufen zu machen, und zwar europaweit. Und Herr Minister, ich fordere Sie, ich fordere die Landesregierung dazu auf, alles in Ihrer Macht Stehende dafür zu tun, dass so etwas auch schnell kommt und schnell umgesetzt wird. Weil es kann nicht sein, dass, ich sag mal, die kleinen Leute, die kleinen Anleger, die auf ihre Altersversorgung achten, in die Röhre gucken und Finanzjongleure mit Leerverkäufen sich hier eine goldene Nase an der Krise verdienen. Das muss verhindert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu allerletzt will ich das machen, womit der Minister
angefangen hat. Ich will mich ebenfalls bedanken für die, Herr Dr. Schäfer, für die Zusammenarbeit mit Ihnen, aber auch für die Zusammenarbeit mit Ihrem Haus. Wir haben unzählige Telefonkonferenzen gehabt. Wir wissen, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hessischen Landesverwaltung, im Hessischen Finanzministerium nichts anderes gilt als für die Beschäftigten, die ansonsten in Hessen in der privaten Wirtschaft unterwegs sind. Das heißt, die sind genauso betroffen. Die haben die gleichen personellen Engpässe im Moment. Die arbeiten im Krisenmodus mit der halben Besetzung. Die haben die gleichen persönlichen Sorgen, was die Kinderbetreuung angeht, was die Gesundheit ihrer Familien angeht. Und in dieser Situation ist mein persönlicher Eindruck in der Zusammenarbeit, wird da wirklich gute Arbeit geleistet. Man bekommt die Informationen, die wir brauchen als Obleute im Haushaltsausschuss, schnell und auch gut, teilweise am Wochenende, teilweise auch spät nach den regulären Arbeitszeiten. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter, dass Sie bitte weitergeben möchten. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Kollege Weiß. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben es heute schon mehrfach gehört und auch diskutiert. Wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Situation. Und es ist logisch, dass es dafür keine fertigen Rezepte gibt, sondern nur die Möglichkeit, situativ zu reagieren und sich dabei von wissenschaftlicher Erkenntnis und nicht von Vermutungen und Behauptungen leiten zu lassen. Alle sind wir aufgefordert, einen entsprechenden Beitrag zu leisten, gerade auch in dieser Hinsicht. Meine Damen und Herren, für den ökonomischen und fiskalpolitischen Bereich, über den wir jetzt im Zusammenhang mit den diversen Anträgen, wobei denen es um Geld geht, reden, geht es aus unserer Sicht um zweierlei. Erstens um eine Finanzierung des akut notwendigen zusätzlichen Aufwands und um Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen der Krise. Letztere Aufgabe hat, wie wir wissen, auch viele psychologische Aspekte. Dabei kann der Ausgangspunkt all unserer Aktivitäten nur die Zuversicht sein. Zuversicht, dass wir diese Krise meistern werden, weil wir, und das will ich unterstreichen, mit unserem System der sozialen Marktwirtschaft stark genug sind, unsere offene und zivilisierte Gesellschaft rundum erfolgreich zu verteidigen und ihren Zusammenhalt zu wahren. Als Haushaltspolitiker kann ich feststellen, dass wir für alle jetzt notwendigen Maßnahmen und erforderlichen Aufwände von einer soliden Grundlage ausgehen können. Wir wissen aber, trotz aller in den vergangenen Jahren gegen manch durchaus laute Kritik getroffener Vorsorge derzeit dennoch noch nicht, ob dies ausreichen wird und was noch alles auf uns zukommt. Die Worte des Finanzministers sind uns allen noch im Ohr. Deshalb müssen wir flexibel bleiben und bereit sein, je nach akuter Entwicklung der Lage auch kurzfristig neue Beschlüsse zu fassen, damit wir die Krise möglichst gut bewältigen können. Ein Beispiel für die notwendige Flexibilität haben wir zwischen Freitag und heute selbst gegeben. Es wurde auch schon erwähnt, die notwendige Kreditsumme und damit die Ausgabenermächtigungen mussten mal schlicht verdoppelt werden, damit wir in Hessen im Zusammenspiel mit dem Bund für die notwendigen Unterstützungen des Gesundheitswesens, der Wirtschaft in all ihren Ausprägungen sowie auch der vielfältigen kreativen Szene hinreichend ausgestattet sind. Dass die allermeisten politischen Akteure dabei mitziehen wollen, obwohl es in der gegebenen Situation nicht möglich ist, alle grundsätzlichen Regeln des Haushaltswesens, ich erinnere an die Prinzipien von Vollständigkeit und Genauigkeit, § 8 Haushaltsgrundsätzegesetz oder auch § 11 unserer Landeshaushaltsordnung, alle diese Grundsätze können wir zurzeit nicht uneingeschränkt durchhalten. Das verdient Erwähnung und auch Anerkennung, dass trotzdem wir alle zusammenstehen, weil wir wissen, wie wichtig es ist. Wir zeigen damit, dass die demokratischen Kräfte in diesem Haus bereit und in der Lage sind, in der Krise gemeinsam das Wesentliche zu erkennen und zu beschließen. Vielen Dank dafür.
Meine Damen und Herren, natürlich fordert die gegebene Situation uns alle stark heraus. Eine solche Lage ist, der Kollege Weiß hat es auch schon erwähnt, wie man so gern sagt, die Stunde der Exekutive, weil es letztlich darauf ankommt, nicht nur Vorhaben zu formulieren, Absichten zu äußern und Pläne zu beschließen, sondern Maßnahmen tatsächlich durchzuführen. Dafür muss der Gesetzgeber, also wir hier, den Rahmen schaffen. Das ist unabdingbar notwendig, und das wollen wir heute ja auch tun. Was unter den vorgegebenen Voraussetzungen allerdings nicht gelingen kann, ist eine intensive parlamentarische Debatte. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, sondern durchaus nachvollziehbar, dass insbesondere die Opposition andere Wege sucht, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dass dabei manche Kritik sehr kleinteilig gerät und auch aus ein und derselben Fraktion widersprüchliche Aussagen zum selben Sachverhalt zu vernehmen sind, das will ich jetzt hier und heute nicht zu hoch bewerten. Schließlich ist die Situation für uns alle etwas ungewohnt und auch schon für sich ziemlich aufregend. Letztlich muss jeder Akteur und jede Akteurin in ihrem oder seinem Bereich dazu leisten, dass wir so verträglich wie überhaupt möglich sind und die Krise bewältigen. In der Politik zählen kritische Kommentare natürlich zur üblichen Auseinandersetzung, selbst wenn keine Alternativen formuliert werden. Der Dringliche Antrag der FDP gehört nach meiner Wahrnehmung genau in diese Richtung. Er dient überhaupt nicht der Sache. Alles, was dort gefordert wird, ist längst besprochen, sondern er versucht sich in Profilierung. Zulässig ist das alles, aber hilfreich ist das nicht. Wenn man mal einen Blick über den Rhein nach Rheinland-Pfalz tut, wo die FDP mitregiert, kann man feststellen, wir sind eher genau in den Forderungen, die Sie stellen, vorne dran. Und die Kollegen sind noch am Arbeiten. Deren Sitzung ist nicht heute, sondern erst am Freitag soweit. Ich informiert bin. Nur einmal als Beispiel. Meine Damen und Herren, ein Schritt zu der gemeinsamen Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt. Regierungsmehrheit und Opposition sind sich bezüglich des erforderlichen Dispositionsrahmens ja einig. Der will verhindern, dass wir notwendige Hilfe womöglich an formalen Bewilligungsvoraussetzungen scheitern könnte. Deshalb heben wir die Beträge bei den Titel 325.01 und 971.01 im Kapitel 17.01 um je 1 Milliarde an. Und ich will deutlich sagen, diese Anhebung bezieht sich natürlich auch damit auf das Gesamtvolumen des Haushalts in Nummer 1 des Artikels 1 des Änderungsgesetzes in der Drucksache 20-2583. Ich sage das hier so deutlich, damit hinterher keine Zweifel bestehen, dass wir das damit mitgeändert haben. Dort wurde es nämlich nicht nochmals explizit ausgeführt. Am Ende wird also der Betrag, der dort steht, den tollen Betrag oder den für uns bisher ungewohnten von 40.282.268.000 € umfassen. Meine Damen und Herren, ein weiterer Schritt des angemessenen Umgangs mit der Krise ist auch der gemeinsame Änderungsantrag zum von der Landesregierung vorgelegten Antrag zu § 2 des Artikel 141er Gesetzes. Wir wollen damit unsere Handlungsfähigkeit absichern, weil wir der Situation Rechnung tragen, dass wir dieses Jahr wegen der Pandemie die reale Gefahr sehen, nicht jederzeit eine hinreichende Anzahl von Abgeordneten im Plenum versammeln zu können. Wir bewahren mit der temporären Gesetzesänderung die Qualität der Abstimmung, erleichtern aber ihr Zustandekommen. Die Botschaft lautet, wir wissen um unsere Verantwortung, und wir werden ihr gerecht. Meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Ausführungen ist es auch mir ein Anliegen, das unglaublich tolle Engagement ungezählter Menschen in unserem Land nochmals nachdrücklich zu würdigen, der Menschen, die in der Krise über sich hinauswachsen und weit über Obligatorisches leisten. Ich spreche damit alle an, die in beruflicher Funktion in den unterschiedlichsten Zusammenhängen diese Leistungen erbringen, aber gleichermaßen auch diejenigen, die freiwillig ehrenamtlich für ihre Mitmenschen tätig sind. Wir erfahren tagtäglich von wunderbaren Beweisen der Solidarität und des Gemeinsinns. Hieran sollten wir uns später in Zeiten nach der Krise erinnern und sie nicht vergessen. Sie sind alle zusammen ein großartiges Zeichen der Zuversicht und der Hoffnung, das uns trägt, auch durch diese schwere Zeit. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Heidkamp. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, ich grüße Sie. Nach den Reden von Frau Wiesler und Herrn Boddenberg müssen wir das Konzept der Äquidistanz überdenken. Wir stehen viel näher bei Herrn Boddenberg als bei Frau Wiesler. Nee, bitte. Herr Dr. Schäfer, ich möchte mich für unsere Fraktion bedanken für die sehr nette und kollegiale Zusammenarbeit mit Ihnen, mit Ihrem Ministerium und mit den Mitarbeitern. Nehmen Sie bitte an, wenn wir einige Punkte kritisieren, dass wir es tun im Verständnis, dass wir einen anderen Hintergrund haben und vielleicht beitragen können zu der Debatte. Noch Anfang dieses Jahres 2020 standen wir vor der fast unlösbaren Aufgabe, wie wir die Schulden aus der Wiedervereinigung Deutschlands, der Bankenrettung und der EZB und Europolitik der Periode Draghi jemals wieder abtragen auf ein verträgliches Niveau reduzieren könnten. Wir machten uns damals schon Sorgen um das Erbe, welches wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen würden. Dankeschön. Wir wussten aber noch nicht, dass wir im März 2020 infolge der Corona-Krise noch einmal alles übertreffen würden, mit wieder einmal dem größten Hilfspaket der Geschichte Deutschlands. Das haben wir ja schon öfter gehört. Das stand so im Börsenblatt am Montag angesichts der sich abzeichnenden notwendigen gewaltigen Maßnahmen im Bund, in den Ländern und auch in der EU. Es geht im Euroraum abermals um Billionen Euro neuer Schulden und Verbindlichkeiten, von denen absehbar ist, dass sie erst in einigen Jahrzehnten abgetragen werden können, wenn überhaupt. Uns ist bewusst, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten den Zusammenbruch unserer Wirtschaft vermeiden, dass wir Millionen Menschen vor der drohenden Verelendung bewahren müssen. Darum haben wir uns als Abgeordnete der Alternativen für Deutschland sofort bereit erklärt, mit der hessischen Regierung zusammenzuarbeiten. Angesichts der gewaltigen Summen, angesichts der sehr unsicheren und überhaupt nicht planbaren Entwicklung, sowohl im zeitlichen Verlauf als auch der Vehemenz des Virenbefalls, plädieren wir dafür, den rechtlichen Rahmen der heute und in naher Zukunft zu beschließenden Gesetze nicht über das unbedingt notwendige Maß hinaus zu strapazieren. Das Modell des Nachtragshaushalts ist nur bedingt für die aktuelle Problematik geeignet, besonders da uns heute schon klar ist, und Sie haben ja auch das angesprochen, Herr Dr. Schäfer, dass wir in absehbarer Zeit weitere Nachtragshaushalte werden beschließen müssen. Laut unserer Verfassung, Artikel 141, ist der Haushalt grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. In Ausnahmefällen kann aber hiervon abgewichen werden. Um diese Regelung vor Missbrauch zu schützen, wurde im Gesetz zur Ausführung von Artikel 141 festgelegt, dass entsprechende Kredite nur mit 2/3 der Abgeordneten des Landtags beschlossen werden dürfen. Grundsätzlich darf bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz laut § 8 des Ausführungsgesetzes die zulässige Kreditaufnahme nur bis zu 3% der im Haushaltsplan veranschlagten Steuernahmen erhöht werden. Uns konnte bisher nicht zufriedenstellend erklärt werden, warum es ausgerechnet für den Zeitraum vom 24.03. bis zum 31.12.2020, also für 9 Monate, unumgänglich sein soll, im Gesetz die strenge, aber leicht realisierbare 2/3-Regelung durch die Bedingung einer Mehrheit von lediglich 2/3 der abgegebenen Stimmen zu ersetzen, ohne explizit auf die notwendige Anzahl der Abgeordneten für die Beschlussfähigkeit des Landtags hinzuweisen. Wir werden trotz dieser Bedenken Ihrem Antrag zustimmen und lassen uns gerne von der Sinnhaftigkeit dieser Regelung in der Zukunft überraschen. Nach dieser hektischen Rettungsaktion muss es in den nächsten Wochen unbedingt gelingen, ein Konzept zu entwickeln, so unsicher die Rahmenbedingungen auch sein mögen. Nur dann wird es möglich sein, den Schaden auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
Deutschland, die anderen Länder der EU werden deutlich ärmer sein als in dieser Zeit. Und auf dieser reduzierten Basis müssen wir die Aufgaben schultern, die uns am Ende des Jahres 2020 schon große Sorgen bereitet haben. Das Ziel muss sein, die Lähmung, den Ausnahmezustand unseres Landes so schnell wie nur irgend möglich zu beenden. Wenn es nicht schnell gelingt, Arzneimittel oder Impfstoffe zu entwickeln und erfolgreich einzusetzen, wenn die Immunisierung der Menschen sich hinauszögert, dann werden sehr harte Entscheidungen von uns gefordert werden, über die finanziellen Maßnahmen hinaus. An der staatlichen Unterstützung der Forschung und der Entwicklung dieser Mittel dürfen wir nicht sparen. Besser können wir die Milliarden nicht investieren. In China hat es 3 Monate gedauert, bis die Normalisierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen wieder möglich wurde. Eine Horrorvorstellung für unser Land und unsere Menschen. In diesem Zusammenhang können wir überhaupt nicht verstehen, warum wir nicht schon längst das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit zur Verpflichtung gemacht haben. Es geht dabei weniger um den Schutz des Trägers als seines Gegenübers. OP-Masken schützen den Patienten und nicht den Chirurgen. So einfach ist das. Warum stand da nicht heute Morgen ein großer Karton, aus dem wir uns hätten bedienen können? Wir hätten uns nicht selbst, sondern gegenseitig geschützt. Stellen Sie sich mal vor, Frau Wissler, Sie wären infiziert und dann hätten Sie mich geschützt. Das wäre doch toll gewesen. Nur ganz wenige Maßnahmen haben einen so guten Preis- und Nutzenrelation. Die Bedingung ist, dass alle eine Maske tragen. Sehen Sie sich die Bilder aus China an. Die haben es geschafft. So sehr wir uns auch erst einmal um unser eigenes Land kümmern müssen, wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass wir über die EU und die gemeinsame Währung, dem Euro, von der Entwicklung in den umliegenden Ländern direkt abhängig sind. Und in den großen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien sieht es nicht gut aus. Deren Schulden sind heute schon bedeutend höher als in Deutschland. Deren Infrastruktur, deren Gesundheitswesen sind in einem weit kritischeren Zustand als in Deutschland. Wir müssen uns in dieser Situation die Haushalte ansehen, auch den hessischen. Das bedeutet nicht unbedingt, sie zu kürzen. Wir müssen aber gewaltig umschichten, von Konsum zu Investitionen in die Forschung, die Infrastruktur, die Bildung, die Familien und die Kinder. Unsere industrielle Basis muss erhalten bleiben. Unsere Bauern müssen vor unsinnigen Belastungen geschützt werden. Das nennt man dann wohl selektive Globalisierung. Wir müssen uns um die liebgewordenen Spielwiesen kümmern, die wir uns in der Illusion sprudelnder Steuereinnahmen meinten, leisten zu können. Wir müssen die Kosten der Energieversorgung senken. Das Schließen der konventionellen Kraftwerke können wir uns fortan nur leisten, wenn wir mit den Alternativen aus Winde und Sonne kurzfristig Elektrizität zu günstigeren Konditionen bekommen. Wir müssen aufhören, Produkte zu subventionieren, die die Menschen sonst nicht kaufen würden. Sie wissen schon, an was wir da so denken. Jede eingesparte Milliarde senkt den Berg der Schulden, den wir hier notgedrungen aufhäufen. 50% Zuschuss für den vorzeitigen Austausch noch sehr gut funktionierender Heizungen können wir uns wirklich nicht mehr leisten. Das Schließen von Automobilwerken, die die saubersten Motoren der Welt produzieren, sollten wir auf bessere Zeiten verschieben. Es ist ab sofort nicht mehr finanzierbar. Bei allen anfänglichen Fehlern, die in China gemacht wurden, muss man ihre Erfolge anerkennen. So sehr ich es diesen Menschen gönne, es könnte politische Folgen für uns haben. Die chinesische Führung ist dabei, wird es als Erfolg ihres Systems verstehen und verkaufen. Die von der Regierung, der Verwaltung und den Menschen unseres Landes stehenden Aufgaben und Anstrengungen sind gewaltig. Man könnte daran verzweifeln, die zulässige Fehlermarge ist äußerst gering. Große Schnitzer wie nach der Wiedervereinigung oder nach der Finanzkrise können wir uns nicht mehr leisten. Wir und die um uns liegenden Länder der EU haben keine Reserven mehr. Wir wünschen der Regierung viel Glück und Erfolg. Wir werden sie kritisch begleiten. Wir werden sie unterstützen bei allen Maßnahmen,
die wir für richtig und nützlich für unser Land und unsere Menschen erachten. Vielen Dank, Herr Heidkamp. Für die Freien Demokraten spricht die Kollegin Schardt-Sauer. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir zunächst, gehört ja fast schon zum Ritual, Herr Kaufmann, zwischen uns. Bis zu Ihren Ausführungen war ich eigentlich sehr geneigt, dem Kollegen Boddenberg zu folgen und zu sagen, das ist schon auch ein besonderer Tag im Umgang aller Fraktionen mit dieser Krise. Und, werter Herr Kaufmann, nicht die GRÜNEN erklären, was der angemessene Umgang ist, sondern alle Demokraten erklären das für sich selber. Und wir sind der Meinung, alle hier anwesenden Fraktionen haben in den letzten Tagen ihren Teil dazu beigetragen, dass wir ein gutes Stück vorankommen. Ich weiß nicht, warum diese alte Tonlage sein muss. Damit geben wir eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Tag anders der bei dieser wichtigen Tagesordnung, bei diesem wichtigen Tagesordnungspunkt sein Ende nimmt. Aber manche lernen es nicht. Danke. Ja, der Kollege Marius Weiß hat von unwirklich gesprochen. Also ich muss sagen, jeder Tag, wenn man so aufwacht, es ist ein Stück weit surreal, was passiert. Und wenn man sich überlegt, dass fast auf den Tag vor 5 Wochen hat dieser Landtag, hat die Mehrheit hier den Haushalt 2020 beschlossen. Vor 5 Wochen haben sich die Koalitionsfraktionen und der Finanzminister für den 5. Haushalt ohne Schulden gelobt. Und vor 5 Wochen habe ich hier für die Freien Demokraten bei Rekordsteuereinnahmen mehr Ehrgeiz bei der Schuldentilgung und der Konsolidierung der Landesfinanzen gefordert. 5 Wochen sind vergangen, und heute ist die Welt eine andere. Hessen steht finanziell. Die ganzen anderen Aspekte sind an den anderen Punkten sehr, denke ich, wunderbar ausgeführt worden, auch finanzpolitisch vor der größten Herausforderung seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie ist längst mehr als eben nur eine gesundheitliche Herausforderung. Es zeichnet sich nämlich eine massive wirtschaftliche Krise ab. Und als Haushaltspolitikerin muss ich nüchtern feststellen, Corona wird auch haushaltspolitisch große Auswirkungen haben. Wir Freien Demokraten wissen in dieser Situation um Notwendigkeit der Hilfe für unsere Wirtschaft, und zwar für alle Teile unserer erfreulich breit aufgestellten Wirtschaft. Das sind die großen Unternehmen, das sind die kleinen, das sind die mittelständischen Unternehmen, aber auch viele Kleinstunternehmer, Solo-Selbstständige bis hin zu den Freischaffenden. Alle waren und sind Teil unserer starken hessischen Wirtschaft. Und ich denke, wir alle wollen, dass sie diese Stärke auch zukünftig behalten. Deshalb braucht es diese finanziellen Hilfen. Schnell, also unverzüglich, unbürokratisch und zielgenau. Für uns liegt dabei auf der Hand, dass die Auszahlung Abwicklung am schnellsten, und da sind wir anderer Meinung als das, was dargelegt wurde, durch die Finanzämter hätte erfolgen können. Wie sagt man so schön? Jeder Unternehmer kennt sein Finanzamt, das Finanzamt kennt jeden Unternehmer. Unsere moderne, innovative hessische Steuerverwaltung, so auch weiterhin unsere Überzeugung, hätte das am besten gekonnt. Wir hoffen, dass der andere Plan auch dieses Ziel, weil ich glaube, das eint uns auch. Es muss jetzt schnell gehen. Wir machen heute Rekordtempo, und der Fluss auf den Konten, der muss auch Rekordtempo sein. Bei alledem schnell müssen wir auch im Blick behalten, dass keiner absehen kann, was die Whatever-it-takes-Ankündigungen von der Bundesregierung, europäischen Institutionen, aber auch heute hier in dem Hause genau in Euro und Cent bedeuten. Was wir alle aber wissen, ist, dass die Hilfe jetzt notwendig ist, um diese Wucht der Krise, die ja schon teils da ist mit den ganzen Schließungen, um diese abzumelden.
Und deshalb, werte Kollegen, ist es für uns Freie Demokraten auch keine Alternative, auf die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel zu verzichten. Deshalb tragen wir die Initiative des Landtags, der Antrag wurde ausgeführt, die Mittel um 1 Milliarde € zu erhöhen als Antragsteller mit. Und deshalb sind wir Freien Demokraten bereit, der Feststellung der Ausnahmesituation nach § 2 des Gesetzes zur Ausführung der Schuldenbremse zuzustimmen. Das Haushaltsrecht, werte Kollegen, das muss auch gesagt werden, ist das Königsrecht des Parlaments. Und so wie in der Vergangenheit zeigt dieser Hessische Landtag aber auch heute, dass er verantwortungsvoll und angemessen der Situation ohne Erläuterung mit diesem Recht umgeht und flexibel handelt. Denn dieses Parlament, dieser Landtag, ist und bleibt handlungsfähig als Herzstück der Demokratie. Werte Kollegen, bei aller Bereitschaft zum Handeln, bei aller Bereitschaft, den Weg für Hilfen zur Bekämpfung dieser schlimmen Krise freizumachen, werte Kollegen Abgeordnete, es ist Teil unserer Verantwortung, die hierbei vorgeschlagenen Instrumente zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen. Es ist Teil unserer Verantwortung, den Mitteleinsatz parlamentarisch aufmerksam, konstruktiv zu begleiten. Und die schwarz-grüne Landesregierung vermittelt anders, föderaler Wettbewerb oder nicht, die bayerische Landesregierung nicht immer den Eindruck, dass die schwarz-grüne Landesregierung hier das Budgetrecht des Parlaments, lassen Sie mich höflich in der tagesangemessenen Tonalität ausführen, besonders prima findet. Dies spiegelt sich ein Stück weit im Entwurf des Nachtragshaushalts 2020 wider, der uns ja allen hier seit gestern Abend mit den Änderungsanträgen vollständig vorliegt. Nettokreditaufnahme 1,9 Milliarden €, Verzicht auf Schuldentilgung 100 Millionen € und Ermächtigung, neue Produkte und Leistungen auszubringen. Es geht aber noch weiter mit der Möglichkeit, auf weitere Rücklagen zugreifen zu können und eine, wie man sagen könnte, technisch sehr globale Verpflichtungsermächtigung in Höhe von einer weiteren 1 Milliarde €. Werte Kollegen, jeder dieser Punkte wäre in normalen Haushaltsberatungen sicherlich Gegenstand hitziger Debatten. Und wie gesagt, ich betone, wir Freien Demokraten unterstützen diese Maßnahmen. Aber das muss auch gesagt werden, weil wir leisten heute erste Hilfe. Und es wurde auch schon mehrfach gesagt, wir sind, denke ich, am Anfang einer Wegstrecke und wir haben eine Verantwortung nicht nur im Heute, sondern auch für die Zukunft, schon für das nächste Jahr, was da auf uns zukommen wird. Und da gehört es dazu, die Informations- und Kontrollrechte des Parlaments ernst zu nehmen. Und hierfür müssen wir schon eine klare Ansage der Landesregierung und des Finanzministers, wie mit der Verabschiedung heute des Nachtragshaushalts, den wir mittragen, die Bewirtschaftung Gesamthaushalt im Krisenmodus denn weiter vonstatten geht. Es wurde teilweise von den Kollegen, der Kollege Schalauske hatte auch danach gefragt. Es wäre fatal, sich jetzt vom Landtag einen Blankoscheck über zusätzliche Mittel in einem Gesamtvolumen von 4,25 Milliarden € zu holen, ohne auch z.B. über eigene Anstrengungen, nicht nur, weil die Mitarbeiter die Programme nicht ausführen können, aber gestatten Sie, der Gedanke muss ja naheliegen, auch den letzten normalen, man kann sagen, schönen Wetter- oder gute Zeitenhaushalt 2020 einer Überprüfung zu unterziehen, in dem Bewusstsein, wir werden in Zukunft alles an finanziellen Mitteln brauchen, was irgendwie sozusagen verfügbar gemacht werden kann. Jeder Kaufmann, was die Kleinen tun jetzt vor Ort, die auch sozusagen jeden Taler zusammenkratzen, um die nächsten Wochen gut zu überstehen, das muss im Großen, bei den ganzen Milliarden, müssen wir auch tun. Und der alte Haushalt 2020 sieht Ausgaben in Höhe von 30 Milliarden € vor. Den sollte man schon einmal unter den Blick nehmen.
Werte Kollegen, diese Landesregierung, dieser Finanzminister bekommt heute von diesem Landtag einen sehr globalen Scheck über zusätzliche 3,25 Milliarden €. Das sind 11% mehr Haushaltsmittel, und das ist schon eine Kraftanstrengung. Und er bekommt die Ermächtigung zulasten künftiger Haushalte, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1 Milliarde einzugehen. Es heißt immer zur Krise, wir sind alle gefordert. Ja, werte Kollegen, das stimmt. Sie, Herr Minister Schäfer, dadurch, dass Sie mit diesem gigantischen Vorschuss, diesem gigantischen Scheck vertrauensvoll, transparent und verantwortungsbewusst mit Ihrem sehr leistungsstarken Team umgehen. Aber wir auch, werte Kollegen, als Parlament, wir sind genau gehalten, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, die, denke ich, sicher nicht weniger ruhig werden, sorgsam auf dieses Treuhandgeld zu schauen. Denn wir müssen auch an morgen denken und alles tun, dass unser Hessengut durch die drohende oder schon teils eingetretene Krise kommt. Wir sind dazu bereit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir jetzt schnell alle Maßnahmen zur Bekämpfung nicht nur heute auf den Weg bringen, sondern, ich sage es einfach mal, vor allen Dingen schnell auf die Konten bringen, der Menschen, die dieses Land, die diese ganzen Rücklagen erarbeitet haben, ihnen jetzt helfen. Sie haben Hessen stark gemacht. Wir müssen jetzt alles damit tun, diese Stärke zu nutzen, um diese Menschen zu stützen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter so gut und konstruktiv dort zusammenarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.